Hallo, ich bin Kate und ich mache gerade etwas total Aufregendes. Ich laufe weg. Wenn ich mir nur die besorgten Gesichter meiner Eltern vorstelle, muss ich lachen. Ihr wollt wissen, warum? Sie haben es verdient, weil sie versucht haben, mich, ihre geliebte, einzige Tochter, auf ein ekelhaftes Mädcheninternat zu schicken. Keine Partys, furchtbare Uniformen, herrische Aufseherin und keine heißen, muskulösen Jungs. Dieser Ort ist etwas für Streber, nicht für mich, ein It-Girl und die Gründerin von Clique Chic, der exklusiven Gruppe unserer Schule für die heißesten und begehrtesten Mädchen. Um Teil des Clubs zu werden, muss man wirklich modisch sein, wisst ihr? Ich spreche von einer Garderobe voll der neuesten Designer-Must-Haves, manikürten Nägeln und glänzendem Haar. Nur so wunderschöne Mädchen wie wir können den Schulflur zu unserer Laufstegbühne machen. Wenn du dazugehörst, wird dein Leben mit endlosen Partys und supersüßen Sportlern gefüllt sein. Lernen und Hausaufgaben, das ist nicht unser Ding. Diese Loser-Nerds, die hinter uns her sind, werden sich schon darum kümmern. Hey, kennen Sie diese Leute? Ich schaute nach draußen und sah eine Gruppe von Leibwächtern, die brüllten und versuchten, mein Taxi zum Anhalten zu zwingen. Oh, das war so nervig. 500 Mäuse, wenn sie loswerden können. Der Fahrer gab sofort Gas. Normale Leute tun wirklich alles für ein bisschen Geld. Er setzte mich an einer Tankstelle ab und ich schlich mich schnell hinein und versteckte mich in den Toiletten. Oh, dieser Ort war ekelhaft. Oh Mann, diese Leibwächter lungerten noch immer draußen herum, damit niemand unbemerkt hinein- oder hinausgehen konnte. Wie tragisch. Das war so dumm. Meine Eltern hätten mich nur den Sommer über zu Hause bleiben lassen müssen. Aber nein, sie schickten diese Leibwächter hinter mir her, um mein Leben zu ruinieren. Plötzlich flog eine Kabinentür auf und prallte gegen mich. Aua! Bist du blind? Wozu trägst du denn diese Brille überhaupt? Es tut mir leid. Das Mädchen entschuldigte sich schnell, dann bückte sie sich, um ihre heruntergefallenen Sachen aufzuheben. Aber als sie aufblickte, keuchte ich schockiert auf. Holy Guacamole, was um aller Welt ist hier los? Sie sah genauso aus wie ich. Ich meine, zumindest ihr Gesicht. Ihr Stil war langweilig und altmodisch. Igitt. Aber in Anbetracht meiner misslichen Lage kam ich auf eine erstaunliche Idee. Okay, das ist jetzt aber seltsam. Willst du etwas Geld verdienen? Ich meine, sehr viel Geld? Sie schaute mich so entgeistert an. Ich hoffe, ich habe nicht solche Falten wie sie, wenn ich mein Gesicht verzog. Sie waren grässlich. Ich habe einen wirklich lukrativen Job für dich. Wie du sehen kannst, sehen wir uns sehr ähnlich. Ein verrückter, aber glücklicher Zufall. Du musst so tun, als wärst du ich und mein reiches Leben für 1 oder 2 Monate leben. Hier ist mein Twitter-Account. Überflieg ihn einfach. Dort kannst du alles über mich erfahren. Das sollte reichen, damit du die Rolle spielen kannst und meine Familie keinen Verdacht schöpft. Und hier ist deine Bezahlung. Ich kramte in meiner Tasche und reichte ihr den Rest des Geldes. Meine Güte, das musste eine riesige Summe für sie sein. Denn ihre Augen leuchteten, als würde sie zum ersten Mal Geld sehen, und sie nahm es sofort. Wir tauschten schnell die Kleidung und wie angewiesen ging sie nach draußen, um sich den Leibwächtern zu stellen. Freiheit, jetzt kommt ein langer, heißer Sommer voll Spaß. Aber zuerst muss ich einkaufen gehen. In diesen altmodischen, ekelhaften Klamotten könnte ich kotzen. Oh nein, meine Eltern haben alle meine Kreditkarten gesperrt. Jetzt kann ich nicht mal mehr ein Sojamilch-Eislatte kaufen. Wie konnten meine Eltern nur so grausam sein? Das Schlimmste ist, dass ich dummerweise mein ganzes Bargeld und mein Handy diesem Mädchen gegeben hatte. Da ich keine andere Wahl hatte, durchsuchte ich widerwillig die Tasche des Mädchens. Ein paar altmodische Klamotten, ein paar blöde Bücher und ein Lippenstift ohne Marke. War das alles? Wie konnten Menschen nur so leben? Aber was ist das? In ihrem kleinen Notizbuch befand sich ein Zugticket. Und ein Angebot für eine Stelle bei einem kleinen Hotel. Sieht also so aus, als würde sie dort einen Sommerjob annehmen. Hoffentlich hatte dieses Hotel ein Bad mit Duftkerzen und einen Pool, an dem ich mich sonnen kann. Denn ich muss an meiner Bräune arbeiten. Ich war froh, als ich aus diesem ekelhaften, stickigen Ding ausstieg und etwas frische Luft schnappen konnte. Wo war jetzt meine Mitfahrgelegenheit?
Da war ein kleiner, pummeliger alter Mann, der eine Tafel mit dem Namen Clara in der Hand hielt. Der Name auf dem Zugticket war Clara, also bedeutete das, dass er meinetwegen hier war. Er hatte nicht einmal Blumen dabei und er hätte sich wenigstens die Haare kämmen können. Wie sich herausstellte, war das Danny, der Manager und Besitzer des Hotels. Ehrlich gesagt, wenn die Umstände nicht gewesen wären, hätte ich nie einen Fuß in diesen blöden Ort gesetzt. Und der Tag wurde tatsächlich noch schlimmer. Ohne dass ich meine müden Füße ausruhen konnte, gab Danny mir Arbeit im Haushalt. Das war doch ein Scherz, nicht wahr? Meine Nägel waren nicht für niedere Arbeiten gemacht. Das Leben hier war furchtbar. Ich musste so früh aufstehen, dass es draußen noch dunkel war. Und dann ein Dutzend staubiger alter Schlafzimmer putzen. Danach musste ich die Wäsche waschen, die Handtücher und die Bettwäsche trocken falten und ordentlich in die Zimmer verteilen. Mittags musste ich auch der Köchin hier, Anna, bei der Zubereitung des Mittagessens helfen. Und ich war außerdem gezwungen, einen Berg von dreckigem Geschirr abzuwaschen. So etwas Dummes hatte ich zu Hause noch nie gemacht. Stattdessen wurde es immer für mich erledigt. Ich hatte nicht erwartet, dass das so anstrengend sein würde. Du solltest sie in die richtige Reihenfolge bringen, damit sie nicht kaputt gehen. Wo kam dieser neugierige Typ her? Willst du mich etwa belehren? Erwiderte ich mürrisch und ging weg. Plötzlich. Oh nein, das war das 9. Mal, dass ich etwas kaputt gemacht hatte, seit ich hier angekommen war. Und da waren meine armen, kaputten Nägel noch gar nicht mitgerechnet. Ich bückte mich schnell, um aufzuräumen, aber autsch! Ich schnitt mir in den Finger an einer der Scherben. Der Typ lief schnell herüber und verband meine Wunde. Bond, so heiße ich. Was war das? Hatte er mir gerade zugezwinkert? Mein Herz klopfte wie wild. Ich meine, er war süß. Ja, er war wirklich süß. Ich bin Clara. Geh und mach was anderes. Überlass das mir. Als ich merkte, dass ich Bond schon eine Weile angestarrt hatte, stand ich schnell auf und eilte in die Küche. Schön, dich kennenzulernen, Clara. Ich bin dein neuer Kollege. Na, das ist doch endlich mal was Gutes. Wenigstens habe ich jetzt jemanden, mit dem ich meine Arbeit teilen und mit dem ich mich unterhalten kann. Am nächsten Morgen wischte ich im Halbschlaf den Boden. Als Bond zu mir kam, mir einen AirPod ins Ohr steckte und mir zuzwinkerte. Tanz einfach ein wenig, dann fühlst du dich nicht mehr so müde. Okay, das klang jetzt irgendwie lahm. Aber wenigstens war niemand in der Nähe, der mich sehen konnte. Also beschloss ich es einfach zu tun. Also versuchte ich es mit Bond. Und als ich mich ein bisschen entspannt hatte, ich hatte nicht erwartet, dass es so viel Spaß machen würde. An diesem Abend, als ich gerade das Licht ausmachen wollte, klopfte es an der Tür. Es war Bond. Er wollte mir ein Geheimnis zeigen, also nahm er meine Hand und führte mich zum Strand. Ja, wir hielten wirklich Händchen und seine Hand war ganz warm. Er führte mich zu einem Sandstrand und leuchtete mit seiner Taschenlampe auf seine Füße. Etwas bewegte sich unter dem feinen weißen Sand. Ugh, was war das? Ich klammerte mich voller Angst an seinen Arm. Kleine Schildkröten, rief ich, als sie langsam unter dem Sand hervorkamen. Ja, sie sind niedlich, nicht wahr? Lass uns ihnen helfen. Sie müssen vor dem Morgengrauen im Meer sein. Ich zögerte, weil ich das so dumm fand. Wenn die Sonne aufgeht, werden sie leicht entdeckt und von Raubtieren gefressen. Na gut, da Bond darum bat, hatte ich wohl keine andere Wahl, als meinen Schlaf zu opfern, um die Babyschildkröten ins Meer zu begleiten. Warum sollte ihre Mutter ihre Babys einfach so aussetzen? Ihre Mutter hat sie beschützt, als sie noch Eier waren. Und jetzt ist es Zeit, dass sie anfangen, für sich selbst zu sorgen. Es macht ihnen nichts aus. Sieh mal, sie geben alle ihr Bestes, um zum Meer zu krabbeln. Aber wir haben ihnen dabei geholfen. Dann werden sie dir sehr dankbar sein. Und ich bin es auch. So hatte ich mich noch nie gefühlt. Es fühlte sich an, als würde mein Herz schmerzen. Aber auf eine gute Art. Wenn ich so darüber nachdenke, war es wohl das erste Mal, dass ich jemandem geholfen habe. Jetzt verstand ich irgendwie, warum meine Eltern taten, was sie taten. Sie wollten einfach, dass ich unabhängiger werde und nicht mehr mit diesen eitlen, angeberischen Mädchen herumhänge. Sie würden sich sicher freuen, wenn sie mich jetzt mit diesem süßen und freundlichen Kerl sehen könnten. Er war das genaue Gegenteil von den reichen Jungs zu Hause. Wenn ich verletzt war, sorgte er dafür, dass es mir gut ging. Er öffnete mir die Augen für neue Erfahrungen. Und er versuchte nicht, mich mit dummen Blumen und teuren Geschenken zu beeindrucken.
Ich habe schon den ganzen Tag über Bond nachgedacht. Und das ist das 1001. Mal, dass ich einen Blick auf ihn warf. Ich glaube, ich muss mir meine Gefühle gestehen, bevor ich verrückt werde. An diesem Abend klopfte ich also, nachdem ich meine Arbeit beendet hatte, an Bonds Tür. Warum stand da eine tränenüberströmte Miss Anna? Dann erzählte sie mir die schockierende Wahrheit. Bond war gegangen, ohne sich zu verabschieden. Panisch betrat ich das Zimmer, aber es war nichts mehr von ihm da. Nichts. Nein, das konnte doch nicht wahr sein. Ich hatte noch nicht einmal die Gelegenheit gehabt, ihm von meinen Gefühlen zu erzählen. Am nächsten Tag fühlte ich mich so niedergeschlagen. Es war ätzend, dass Bond nicht hier war. Aber dann, in meinem Zombie-Zustand, habe ich aus Versehen die Zeitung an der Rezeption aufgehoben. Oh mein Gott! Auf der Titelseite war ein Bild von Bond. Oh Gott, ich konnte es nicht glauben. Er war der Sohn eines berühmten Milliardärs und sie suchten nach ihm. Wie sich herausstellte, war ich nicht die Einzige, die von zu Hause weggelaufen war. Aber warum ist er so plötzlich gegangen? Er hätte mir die Wahrheit sagen können. Er hätte wenigstens auf Wiedersehen sagen können. Meine unausgesprochenen Gefühle für ihn fühlten sich an wie ein unsichtbarer Splitter an meiner Seite. Ich konnte so nicht weitermachen. Ich musste Bond finden. Mit meinem mageren Gehalt stieg ich in den Zug zurück in die Stadt und stellte mir vor, Bond wiederzusehen. Das war zweifellos das Aufregendste, was ich je in meinem Leben erlebt hatte. Egal wie sehr ich auf meinen Fall plädierte und erklärte, dass ich Bonds Freundin sei, das Sicherheitspersonal weigerte sich, mich hineinzulassen. Ich wollte gerade gehen, als ich plötzlich Bond von Weitem sah. Er war in Begleitung eines Mädchens. Was in aller Welt ist das? Ich versuchte, meine Augen anzustrengen, um besser sehen zu können. Oh mein Gott, bin das nicht ich? Nein, das ist das Mädchen, das ich angeheuert habe, um so zu tun, als wäre es ich. Was hatte sie mit Bond zu tun? Und warum sahen sie aus, als stünden sie sich so nahe? Könnte es sein, dass...